Der Lügengeist. Wir leben in einer Zeit, in der aus dem Mund der Journalisten und Politiker zu mehr als 90% Lügen kommen. Wie muss man sich qualifizieren für die Lüge? Man darf keine Liebe zur Wahrheit haben. Es gibt heute mehr Nichtchristen als Christen, die eine Liebe zur Wahrheit haben. Das erkennt man daran, dass diese Menschen die offensichtlichen Lügen nicht mehr ertragen können. Während viele Christen sich weiterhin eins machen mit dem Lügengeist aus ARD und ZDF, sich die Lügen der Politiker und geniert anhören und die Lügen nicht nur glauben, sondern weitertragen, steigt die Zahl derer, die die Lügen durchschauen und sich innerlich dagegen wehren. In Psalm 5 sagt David über Gott, denn du bist nicht ein Gott, der an Gottlosigkeit gefallen hat, bei dir darf ein Böser nicht weilen. Verblendete dürfen nicht vor deine Augen hintreten, du hassest Allah, die Götzendienst üben. Du lässt die Lügenredner verloren gehen, den Mann des Blutes und des Truges verabscheut der Herr, das Sitzen vor der Tagesschau halten nur Verblendete aus. Es sind Götzendiener, die die Wahrheit bei Satan suchen und nicht in Gottes Wort. Sie lassen sich die Welt von der Welt erklären statt von Gott. Die Liebhaber der Lüge werden genauso gerichtet wie die Lügenredner. Vor einem Jahr waren es die Ungeimpften, die man wie im Mittelalter die Juden an den Rand der Gesellschaft drückte und sie mit allen möglichen Beleidigungen stigmatisierte. Heute sind es diejenigen, die gegen den Krieg, gegen Waffenlieferungen in die Ukraine, gegen die Russophobie, gegen die Sanktionen sind. Über die sich die Medien und Politiker lustig machen bzw. Menschen mit anderer Meinung als Staatsfeinde hinstellt. Die Bibel sagt über Satan, ihr habt den Teufel zum Vater und nach eures Vaters Begierden wollt ihr tun. Der ist ein Mörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus dem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater der Lüge. Johannes 8,44. Doch der Mensch muss sich qualifizieren dafür, den Lügengeist anzunehmen. Auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden, in denen ihr früher gewandelt seid nach der Art dieser Welt, unter dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist in den Kindern des Ungehorsams. Epheser 2,12. Und deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrtums, dass sie der Lüge glauben. 2. Thessalonicher 2,11. Da sagte er, ich will ausgehen und will ein Lügengeist sein im Mund aller seiner Propheten. Und er sprach, du sollst ihn betören und wirst es auch können. Geh aus und mache es so. Und nun, siehe, der Herr hat einen Lügengeist in den Mund all dieser deiner Propheten gegeben, denn der Herr hat Unheil über dich geredet. Könige 22,22-23. Jesus nennt Satan den Fürsten dieser Welt. Paulus nennt ihn den Gott dieser Welt, den Ungläubigen, denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, dass sie nicht sehen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi, welcher ist das Ebenbild Gottes? 2. Korinther 4,4. Die Bibel warnt uns vor Satan. Und es wurde hinausgeworfen der große Drache, die alte Schlange, die da heißt, Teufel und Satan, der die ganze Welt verführt. Er wurde auf die Erde geworfen, und seine Engel wurden mit ihm dahin geworfen. Offenbarung 12,9. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, mit den Herren der Welt, die über diese Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Epheser 6,12. Doch das Ende Satans ist bereits verkündigt. Und warf ihn in den Abgrund und verschloss ihn und setzte ein Siegel oben darauf, damit er die Völker nicht mehr verführen sollte, bis vollendet würden die 1000 Jahre. Danach muss er losgelassen werden eine kleine Zeit. Offenbarung 20,3. Und alles Unreine wird nicht in sie hineinkommen, noch derjenige, der Gräuel und Lüge tut, sondern nur die, welche geschrieben sind im Buch des Lebens des Lammes. Offenbarung 21,27. Draußen sind die Hunde und die Zauberer und die Unzüchtigen und die Mörder und die Götzendiener und jeder, der die Lüge liebt und tut. Offenbarung 22,15. Wie gehen wir gegen den Lügengeist vor? Wir proklamieren die Wahrheit. Jesus Christus ist König, Priester und Prophet. Wir legen die Lügen ab. Wir meiden die Lüge und die Medien, die diesem Lügengeist dienen. Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten, weil wir untereinander Glieder sind. Epheser 4,25. Redet das, was nützlich und gut ist. Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen, sondern redet, was gut ist, was erbaut und was notwendig ist, damit es Gnade bringe denen, die es hören. Epheser 4,29. Wir reden die Wahrheit. Wenn dein Wort offenbar wird,
So erleuchtet es und macht klug die Unverständigen. Psalm 119, 130. Prüft, was ihr tut. Prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist, und habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, deckt sie vielmehr auf. Epheser 5,10-11. Wir beten das Vater unser, dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Matthäus 6,10. Jeder Lügner, jedes Knie wird sich der Wahrheit beugen. Schämen müssen sich alle Verehrer eines Götterbildes, die sich der Götzen rühmen. Fallt vor ihm nieder, alle Götter. Psalm 97,7. Denn es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr, mir wird sich jedes Knie beugen, und jede Zunge wird Gott bekennen. Römer 14,11. Wir bitten Gott, dass Gott den Menschen, die diesem Lügengeist dienen, Erkenntnis des Gerichts sendet, so dass die Politiker und Journalisten nicht weiter der Lüge dienen können und nicht weiter als Sprachrohr der Lüge fungieren können. Wir bitten Gott, dass die Menschen in den Medien nicht länger ihr Gewissen erfrieren können, sondern dass ihr Gewissen sie quält, weil Gott ihnen Erkenntnis schenkt. Wir bitten Gott, dass Menschen sich von diesen Medien lossagen und von dem Lügengeist, der die E-Medien nutzt, damit sie frei und offen werden für das Evangelium.